Herzlich willkommen zum digitalen Lerncamp und meinen Diversity Stories. Wer ich bin und was euch in meiner Session ergänzen statt begrenzen erwartet, das erfahrt ihr jetzt. Ich, René Woloschenski, bin 32 Jahre alt, studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktionstechnik und in meiner bisherigen Berufsfeld habe ich mich bei diversen Automobilzulieferern wie zum Beispiel Continental, Daimler oder Schaeffler, zuletzt im Bereich Corporate, um die Optimierung, Planung weltweiter Werkzeugbauten gekümmert. Privat engagiere ich mich bei den Weltverstehern dafür, das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Schulbildung zu integrieren. Ich bin gerne Natur und betreibe Bushcrafting. Im Januar diesen Jahres haben meine Freundin und ich den Job und die Wohnung gekündigt und wir sind in diesen Camper gezogen, um eine Europareise zu machen. Und aktuell sind wir an der Atlantikküste in Frankreich. Und die ganzen interessanten Erfahrungen, die ich dort mit den Menschen, mit den Denkweisen, mit den Kulturen gemacht habe, die möchte ich in dieser Session hier mit euch teilen. Inhaltlich werde ich vor allem darauf eingehen, warum Menschen sowohl beruflich als auch privat das Thema Diversity scheuen. Und ich werde dabei speziell auf die Bereiche Zeit und Energie, Angst und Vorurteile und Kommunikation eingehen. Also wenn ihr noch ein paar Tipps braucht, mehr Diversity in euer Leben zu bringen, dann schaut gerne in dieser Session vorbei. Ich freue mich auf euch.